Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um Sync 3.4. Das ist eine Beta-Version von Ford, die ja für den Ford Focus MK4 noch nicht offiziell verfügbar ist. Ich versuche sie trotzdem mal zu installieren, beziehungsweise wir installieren sie jetzt. Die Dateien, die man dafür benötigt, findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich verlinke sie auf meiner Internetseite, die auch im Video unten eingeblendet ist. Ja, da es sich um eine Beta handelt, ist es natürlich alles mit Vorsicht zu genießen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne ausprobieren. Wenn ihr da irgendwie Bammel habt oder sowas, lasst es sein. Auf jeden Fall alle Dateien, die ihr dazu braucht, verlinke ich euch. Dann alles auf einen USB-Stick packen und wie ein normales Update entsprechend installieren. Ich befinde mich in der Version Sync 3.3. 19.052 von der Bildversion her. Ja, jetzt einfach mal den USB-Stick reinstecken und dann schauen wir mal, was passiert. Systemsoftware wird aktualisiert, erscheint oben. Das wird jetzt in ein paar Minuten dauern. Ich hole euch wieder mit ins Boot, wenn alles erledigt ist. So, da wären wir wieder. Das Update ist dann doch zügiger verlaufen, als ich gedacht habe. Es hat ganz genau 8 Minuten gedauert, bis das Update durch war und mir folgende Anzeige angezeigt worden ist. Auf der Uhr seht ihr jetzt ein paar Minuten später, weil ich erst jetzt mit dem Auto zum Stehen gekommen bin, um auch ein Video zu machen. Wichtig ist, wenn ihr das Update macht, auch einen USB-Stick zu verwenden, der schnell genug ist. Ansonsten dauert es auch mal 20, 25 Minuten oder teilweise länger. Den USB-Stick, den ich hier verwende, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Der ist relativ klein. Wie gesagt, sieht so aus. Versteckt sich eigentlich ganz super im USB-Slot. Man sieht ihn also gar nicht. Okay, also nach dem Update wird uns die Anzeige angezeigt. Bestätigen wir mit Schließen. Schalten das Auto aus. Wichtig ist, dass wir auch wirklich halt rausgehen, Auto abschließen, einen Kaffee trinken gehen, weil im Hintergrund werden dann die ganzen Updates nochmal finalisiert, eingespielt und beim nächsten Autostart erscheint dann Sync 3.4 und das schauen wir uns dann jetzt mal an. Direkt nach dem Start des Motors erscheint folgende Meldung oder Hinweis, dass die Installation immer noch ausgeführt wird. Einige Funktionen sind deaktiviert, bis das komplette Update abgeschlossen worden ist. Der USB-Stick befindet sich immer noch im USB-Schlitz. Motor habe ich eingeschaltet und ja, ich warte jetzt mal, bis die Installation abgeschlossen ist und die Meldung verschwindet. So, nach circa 4 Minuten ist folgender Hinweis erschienen. Installation ist abgeschlossen, USB-Stick kann entfernt werden, die Updates werden beim nächsten Start des Fahrzeugs übernommen. Ich drücke jetzt nochmal auf Schließen. Wie gesagt, das ist der erste Hinweis, den wir erhalten haben und so sieht dann das Sync 3.4 aus. Gehen wir gleich mal auf die einzelnen Punkte ein, schauen uns mal, was sich verändert hat. Sicherheitshalber schalte ich nochmal den Motor aus. Lass es noch mal ein paar Minuten vergehen, wie der gerade gestanden hat, dass erst beim nächsten Start alle Funktionen zur Verfügung stehen. Und ja, bis gleich. So, wir sind jetzt beim Sync-System angelangt, alles installiert, alles fertig. Sieht jetzt optisch ein bisschen anders aus. Wir schauen uns jetzt mal an, was und wie sich verändert hat. Also, Audio kennen wir, AM, FM. Das Handy und noch ein USB-Stick, den habe ich jetzt nicht angeschlossen. Ansonsten, ja, es ist wie gesagt eine Beta-Software. Nur installieren, wenn ihr Spaß dran habt, wenn ihr Interesse dran habt, sowas auszuprobieren. Ansonsten bitte, ja, wie immer Finger davon lassen. Okay, also Audio. Wir speichern jetzt mal den Sender hier auf diesem Preset. Oben sehen wir eine Anzeige und dann ist der Sender darauf gespeichert. Die Anzeige gab es, glaube ich, bei der Version 3.3 nicht. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Traffic Alert können wir einschalten oder ausschalten. Sehen wir dann oben die Anzeige. Die Senderliste zeigt uns entsprechend
alle Sender an, die verfügbar sind. Die Lautstärke funktioniert und hat natürlich jetzt eine bisschen andere Darstellung. Ansonsten war es das eigentlich mit dem, ja, mit der Audio-Funktionalität. Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir jetzt zum nächsten Punkt reingehen, ich mache jetzt dennoch den USB-Stick rein. Einfach, wie die Anzeige sein wird, wenn wir jetzt Musik abspielen. Okay, Anzeige ist jetzt ein bisschen anders, als es in Version 3.3 war. Wenn wir hier auf Info drücken, ja, kommen die Infos. Okay, man kann vorspulen, funktioniert auch soweit alles bestens, also es läuft, funktioniert, wenn ich jetzt auf Durchsuchen gehe und sage, ich will jetzt meine Musik abspielen. Funktioniert bestens, wie gesagt, die Anzeige ist jetzt minimal anders. Kommen wir jetzt mal zu den Kontakten. Die, ja, Kacheln sind die gleichen wie in Version 3.3. Anrufliste zeigt uns die angerufenen Leute an oder die Person, die wir angerufen haben. Die Darstellung ist jetzt minimal anders. Man kann hier direkt suchen und sich dann die gefundenen, ja, Personen oder Kontakte anzeigen lassen. Und in dieser Liste sind dann nur die Leute, die er halt unter dem Suchbegriff gefunden hat. Gerät anzeigen, zeigt uns das Gerät an, mit dem wir verbunden sind, in dem Fall das mein Galaxy S9. Kontakte verwalten, Download, Sortierung nach Nachname, nochmal herunterladen oder alle Kontakte löschen. Klingelton einstellen. Ist halt der Standard-Klingelton, lasse ich jetzt so. Genau. Roaming-Warnung ist eingeschaltet. Hinweis bei schwachem Akku schalte ich jetzt aus. Aber man kann sich, wie ihr seht, zum jeden Punkt eine Info anzeigen lassen. Telefonwechsel brauchen wir nicht. Bitte nicht stören. Ist natürlich, dass wir während der Fahrt dann nicht gestört werden können. Also das Telefon klingelt nicht. Die Wähltasten sehen jetzt auch ein bisschen anders aus. SMS zeigt uns die SMS an. Und Telefonsprachassistent würde jetzt den Telefonsprachassistenten vom Handy starten. Mache ich jetzt nicht, weil ich damit mein Video aufnehme. Okay, Navigation. Das ist jetzt, denke ich mal, das Spannendste oder mitunter das Spannendste, was sich hier verändert hat. Karten sind immer noch F7, sind nicht aktualisiert, möchte ich auch nicht aktuell. Wie gesagt, ist alles noch Beta-Stadium. Ich möchte warten, bis zumindest mal die offizielle Version von Ford freigegeben wird. Dann werden auch die Karten von mir aktualisiert. Aktuell spiele ich nur mit dem Sync-System etwas rum. Also, wir können wie immer hier rein und rauszoomen, das Ganze auf Auto stellen. Multitouch funktioniert auch. Wieso ich das ausprobiere, ist in einem Kommentar gestanden, Multitouch würde nicht funktionieren. Kann ich so nicht nachvollziehen. Wir sehen oben rechts das Live-Traffic-Symbol, dass wir die aktuellen Verkehrssagen durchgesagt bekommen. Bildschirmanzeige, ganze Karte, Info zu Auto, Bahnausfahrten, Verkehrslage, zeigte uns dann die Verkehrslage an, die wir entsprechend der Route geplant haben. Oder halt alle, die aktuell in irgendeiner Art und Weise verfügbar sind. Suchen, letzte Ziele, bevorzugte Ziele, Sonderziele, alles wie beim alten System. Hier sind jetzt noch dann die Favoriten abzuspeichern, Arbeit oder Zuhause. Das wäre das Navigationsmenü. Was wir jetzt machen ist, wir wollen mal eine Route planen. Ich gehe mal auf letzte Ziele, sag, ich will nach Saarbrücken, mach Start. Bitte fahren Sie zur markierten Route, dann beginnt die Routenführung. Jawohl.
Also die Anzeige ist ein bisschen anders als im SYNC 3.3, gefällt mir jetzt optisch ein bisschen besser. Wir haben jetzt zwei Anzeigen gleichzeitig, die Restkilometer und wann wir ankommen. In Version 3.3 hatten wir oben rechts eine Anzeige und wir hatten Möglichkeit, zwischen diesen drei Punkten umzuschalten. Restkilometer, wann kommen wir an und wie viele Minuten benötigen wir noch? Hier sind zwei Anzeigen gleichzeitig. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, ändert er das Ganze in die Minutenzahl, die ich noch fahren muss. Live Traffic ist wie gesagt aktiviert und das Ganze, ja, wie gesagt, funktioniert recht gut. Oben rechts Route abbrechen, jawohl. Und dann bricht er die Route ab. Wir wollen ja aktuell noch nirgends hinfahren. Gut, das war's eigentlich zum Menü Navigation. Wir gehen jetzt mal rüber zu den Mobile Apps. Dort sehen wir die Ford Pass App, die auch bei SYNC 3.3 erkannt worden ist, beziehungsweise mit dem SYNC-System natürlich funktioniert. Mehr andere Apps habe ich jetzt nicht installiert. Okay, bei den Einstellungen. Wir gehen auf Klang, Höhen, Mitte, Bässe. Wir sehen den Balancer oder Fader. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Genauso wie in der alten Version. Lautstärkenanpassung kann man auf hoch machen. Das bedeutet, wenn ich langsam fahre, wird die Lautstärke so gelassen, wie sie halt ist. Und je schneller ich fahre und somit die Umgebungsgeräusche lauter werden, stellt sich das Radio auch ein Tickchen lauter. Nicht viel, aber man merkt es und für mich ist das echt eine coole Funktion. DSP-Einstellungen kann man Fahrer oder alle Sitze machen, konnte man in der alten Version auch. Uhr, 24-Stunden-Modus. Soweit gibt es hier eigentlich jetzt nichts, was man beachten sollte. Bluetooth sind natürlich die gekoppelten Geräte und es ist eingeschaltet. Telefon, Gerätanzeigen, Kontakte verwalten. Hier kann man nochmal die Kontakte runterladen, manuell oder automatisch. Roaming-Warnung. Prinzipiell wie bei der Version 3.3 auch. Media Player, Coverquelle, Media Player oder Grace Note. Bei mir sind die Covers auf dem MP3 gespeichert, also innerhalb der MP3. Und somit ist bei mir Media Player die richtige Auswahl. Ansonsten könnt ihr gerne Grace Note verwenden. Okay. Das zum Media Player. Navigation ist eigentlich das, was wir schon hatten. 3D-Stadtmodell, Fahrstreckenmarkierungen, Sonderzielsymbole, Kartensymbole für Störungen, Routeneinstellungen. Wie ihr seht, das gleiche, wie es auch in der Version 3.3 gab. Also jetzt nichts Neues oder Weltbewegendes. Einfach die Darstellung ist jetzt anders da. Einstellungen zu den Mobile Apps aktivieren, funktioniert, Mobile Apps aktualisieren. Wenn ich jetzt hier auf alle Apps gehe, kann man jetzt aktivieren oder deaktivieren, auf welche Funktionen die Mobile Apps zugreifen können. Fahrinfos, GPS und Geschwindigkeit. Allgemeine Einstellungen, Sprache Deutsch, Temperatur, Tastenton-Touchscreen, das mache ich aus, das ist nicht so meins. Automatische System-Updates, wir gehen da mal drauf. Automatische Updates, jawohl. Jawohl, wollen wir. Ihr Fahrzeug den automatischen System-Updates empfangen, wenn eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk oder der Ford Pass App besteht. Sprich, wir erhalten Updates über das WLAN, wenn das Auto in einem WLAN verbunden ist, oder aber auch über das Handy, wenn das SYNC-System mit dem Handy gekoppelt ist. Mache ich jetzt mal nicht. So, Software ist auf dem neuesten Stand, 1.11. Update-Suche mache ich jetzt nicht, würde eventuell zu lange dauern. Info zum SYNC, das
hatten wir ja schon, Version 3.4. Und hier kann man nochmal alles zurücksetzen. Im zweiten Reiter automatische Updates, da waren wir, sind aktiviert. WLAN müsste ich jetzt nochmal suchen, habe ich jetzt noch nicht gemacht, würde auch jetzt ein bisschen zu lange dauern. Ford Pass Connect, den Hotspot aktivieren, brauche ich nicht, mache ich nicht. Fahrzeugeinstellungen sind Kameraeinstellungen, erweiterter Parkpilot, ja, verzögerte Rückfahrkamera, nein. Seriennummer des integrierten Modems interessiert uns jetzt momentan nicht. Anzeige, Reduzierung, so sieht das Ganze dann in der reduzierten Version aus. Finde ich eigentlich ganz schick, muss ich sagen. Schauen wir uns gleich nochmal an. Hintergründe kann man auswählen. 4 definierte. Vorschautag. Also am Tag. Gibt es dann helle Hintergründe und ansonsten halt dunkle. Das gefällt mir jetzt nochmal ganz gut. Die Helligkeit ist auf Mitte gesetzt, Modus auf Nacht. Wenn ich jetzt auf Tag setze, so sieht das Ganze eigentlich dann bei Tag aus. Ist jetzt nicht unbedingt meins, ist mir ein bisschen zu grell, deshalb habe ich es auch in der alten Version, in der 3.3, auf permanent Nacht stehen, weil man dann einfach die schönen dunklen Farben bekommt und sich das ein bisschen besser ins Gesamtbild des Autos einfach einfügt. Somit lassen wir das Ganze bei Nacht stehen. Sprachsteuerung, Einstellungen, fortgeschrittener Modus, Anrufbestätigung ist aus, Sprachkommandolisten sind ein. Könnt ihr euch mal anschauen, was es ja im Detail bedeutet, wenn ihr soweit seid. Parkdienstmodus habe ich in meinem ersten Video schon mal erklärt, was es ist. Okay, was wir jetzt versuchen werden, ist mal die Anzeige zu testen. Also, das ist die ruhige Darstellung und wenn ich nochmal drauf drücke, schaltet sich das Display komplett aus. Last but not least wäre dann noch die Rückfahrkamera. Schalten wir ein. Sind ein paar Tropfen, weil es halt doch schon ein bisschen regnet. Wir können hier reinzoomen, rauszoomen. Wir können die Anzeige ändern. Ja, wie in der alten Version auch. Eine kleine Zusammenfassung bei der täglichen Benutzung. Das Video, was ich euch jetzt vorher gezeigt habe, war ja direkt nach dem Update. Und bei der täglichen Benutzung ist mir aufgefallen, das System funktioniert nochmals viel, viel flüssiger als im Video. Es hat also ein bisschen gedauert, bis da ein bisschen Cache und sonstiges aufgebaut worden ist. Aber jetzt funktioniert alles super flüssig und ja, gefällt mir richtig gut. Vor allem die Navigation, die zoomt jetzt automatisch rein und raus. Also ich meine jetzt nicht diesen Dual-Screen, der angezeigt wird, sondern während dieser ganzflächigen Darstellung zoomt er automatisch rein und wieder raus. Steht auch hier Auto, dass er auf automatisch steht. Gefällt mir richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei der Version 3.3 auch so war. Auf jeden Fall hieß es mir jetzt aufgefallen. Das war es soweit zum Sync 3.4 System. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch noch wem einen schönen Tag. Über ein kostenloses Abo würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!